Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum 8. Mal Lesungen zum Covid-19-Maßnahmengesetz, zum 5. Mal Änderungen des Gesetzes, die wir hier entsprechend miteinander debattieren, beziehungsweise erstmal vorstellen und dann einbringen und dann auch miteinander debattieren wollen. Das saarländische Covid-19-Maßnahmengesetz enthält die notwendigen Regelungen über Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 auf der Grundlage der bundesrechtlich eröffneten Handlungsmöglichkeiten der Länder und bedarf als solches einer stetigen Anpassung und Optimierung der dortigen Vorgaben an die jeweils pandemische Entwicklung. Das erleben wir seit Monaten, fast schon Jahre, und ich denke, das ist eine gut geübte Praxis bei uns. Vor dem Hintergrund der derzeit hohen Zahl täglicher Neuinfektionen, der beschränkten Kapazitäten der Gesundheitsämter sowie des guten Schutzes von geboosterten Personen ist nunmehr eine Aufhebung der Regelung zur Kontaktnachverfolgung veranlasst. Dies eröffnet den Gesundheitsämtern als den zentralen Aufgabenträgern zur Pandemiebekämpfung eine entsprechende Fokussierung ihrer personellen Ressourcen zugunsten einer effizienten Wahrnehmung ihrer auch ansonsten vielgestaltigen Obliegenheiten, Aufgaben im Rahmen der derzeitigen epidemischen Lage. Gleichzeitig werden hierdurch auch die Betreiber der vom bisherigen Anwendungsbereich der Kontaktnachverfolgung in Abschnitt 3 geregelt erfassten Einrichtungen wie etwa Gaststätten oder Hotels von der Erfassung der Kontaktdaten entlastet. Ich bitte Sie hier um Zustimmung zu diesem Gesetz in erster und zweiter Lesung auch, damit es dann auch mit Verabschiedung auch in der Verkündung direkt zum Tragen kommt. Wenn wir jetzt vielleicht nur ganz kurz der Blick, wir haben ja heute noch mal ein Bund-Länder-Treffen und es wurden ja auch schon in den letzten 2 Tagen Kataloge gezeigt, was man alles diskutieren möchte und wo es weitere Änderungen und Lockerungen auch geben soll. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz, man spricht ja von einem 3-Stufen-Plan bisher in der Frage, wir warten natürlich die Ergebnisse ab, aber ich denke, ein Punkt, die Infektionszahlen, wir können das feststellen, sie sinken. Im Gespräch ist die privaten Zusammenkünfte, die Zahl von 10 auf 20 nicht zu senken, sondern zu erhöhen an der Frage. Von daher, wichtig ist, denke ich, dass auch die Frage der Masken, des Maskentragens im Einzelhandel, wir haben ja schon eine Anpassung hier erreicht, entsprechend, dass wir eine Maskentragepflicht im Einzelhandel haben, als Schutz, die ja auch begründet ist an der Stelle. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, da stehen wir ja ständig vor der Herausforderung. Wir haben uns im Saarland rum, wir sind im grenznahen Bereich, auch gerade zu den Nachbarn, dass wir hier auch, wie gesagt, für die Menschen gemeinsame Lösungen finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das wird von uns erwartet. Die 3G-Regel für Gastronomie ist in der Rede, Lockerung für Diskotheken und Clubs, auch das werden wir sehen, wie das kommen wird, wie beschlossen wird. Überregionale Großveranstaltungen sollen auch nochmal für genesene und geimpfte Zuschauer geöffnet werden. Ich denke von der Stelle, was ich sagen möchte, was aber wichtig bleibt, auch für die Zukunft ist, dass wir sicherstellen, dass es eine vernünftige Testinfrastruktur geben soll, wird und dass auch letztendlich die Impfinfrastruktur, Impfangebote entsprechend aufrecht zu erhalten sind. Die Maskenpflicht, die wird uns weiter begleiten, denke ich an der Stelle, haben wir aber auch alle erfahren, dass eigentlich Masken ein ganz gutes Mittel sind, letztendlich um mit Infektionsverbreitung umzugehen und von daher glaube ich, werden wir da auch noch einiges vor uns haben. Vielleicht soweit zur Einbringung. Ich bitte, wie gesagt, um Zustimmung in erster und zweiter Lesung heute. Danke.